Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fever 2 hier bei Heisenberg Zockt. So, wir sind an unserer Güterzentrale und das ist der Zug, der die Maschinen nach Bodensee bringen würde, wenn wir hier Maschinen produzieren würden. Ich rede jetzt so, weil das gelingt so nicht, wie wir es gemacht haben. Da ist ein kleiner Denkfehler drin. Wahrscheinlich habt ihr das schon 10.000 Mal in die Kommentare geschrieben. Danke dafür. Ich habe es jetzt alle ernstes tatsächlich gerade selber noch gemerkt. Nämlich, wir kriegen hier für unsere Maschinenfabrik kein Stahl von hier oben, hier vom Bahnhof, weil wir stellen Stahl hier unten her. Das heißt, unsere Lastwagen, das haben wir natürlich schnell korrigiert, die müssen nicht hier rauffahren, sondern die müssen hier runterfahren. Und hier haben wir ja einen LKW-Port, das müsste also relativ easy funktionieren. Jetzt würde ich aber schnell gucken, wir brauchen hier die Kollegen. Was haben wir da angeschrieben? Das sehen wir gleich. Zentrale Maschine, da haben wir es doch. Ne, Moment, da, die Linie brauche ich. Also, neu wäre, die müssen nicht zur 6, das können wir kappen, sondern die müssen hier runter, wo es Stahl gibt, nämlich hier hin. Jawohl, und hier in Oberbachfeld können wir auch gleich mal einstellen. Machen Sie folgendes, nämlich, muss ich gerade kurz überlegen, Stahl laden. Jawohl, müsste passen. Also hier Stahl laden, hier raufbringen und jetzt müsste eigentlich funktionieren das Ganze. Jetzt haben wir es nochmal geändert. Sehr gut. Jo, dann lassen wir das mal laufen. Was wir noch machen müssen, ist in Bodensee schnell gucken, wie sieht das hier aus. Wo brauchen die Leutchen, die Bodenseerianer, ihre Maschinen? Zack, den hier. Haben wir schon geguckt, genau hier hinten. Ja gut, dann würde ich sagen, das ist relativ selbstredend, was wir da machen. Nämlich wir schnappen uns das Teil. Gebäude, Cargo und dann irgendwie Abladedingens. Vielleicht sogar hier oben. Ja, mache ich hier hin. Da ist ein großer Teil dann tatsächlich auch angeschlossen. Sehr gut. Und wisst ihr, was mir auch noch aufgefallen ist? Das werde ich gleich nachher noch sagen. Ich kann es jetzt schon sagen. Wir haben ein Städtchen, das heißt Oberböser. Und wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, dann haben die noch nicht eine einzige, wie sagt man dem? Ein einziges Güterdingens. Also die sind da, glaube ich, noch gar nicht angeschlossen. Das werden wir dann ändern. Aber jetzt, wir bräuchten hier noch einen LKW-Port. Haben wir doch mit Sicherheit irgendwo. Bist du ein LKW-Port? Du bist ein LKW-Port. Schau an. Also, von hier kriegen wir die Maschinen. Würde heißen, neue Linie. Von hier ins Städtchen rein nach da hinten. Und das Ganze wäre dann hier Bodensee. Dann wer? Das wäre ein LKW. Und dann was wären Maschinen? Jawohl. Jetzt brauche ich natürlich noch LKWs, die das transportieren. Das hier ist ein Straßenbahnteil. Depot, das bringt uns gerade nichts, aber wir werden irgendwo ein Depot haben. Ja, ein Zugdepot haben wir hier noch. Haben wir nicht irgendwo sonst noch ein Depot? Irgendwo müssen die Fahrzeuge ja herkommen, die hier bereits rumfahren. Ich sehe es natürlich wieder nicht. Ihr sitzt wahrscheinlich vor dem PC und denkt, sag mal, ich sehe es schon die ganze Zeit, ich sehe es echt nicht. Ja, das ist ein Zugdepot hier hinten. Na gut, ihr kennt mich. Wer soll uns jetzt daran hindern, hier nochmal ein Depot hinzustellen? Keiner, richtig. Also, dann stellen wir halt nochmal eins hin. Gebäude, Depot. Irgendwie, ja, jetzt geht es natürlich wieder los mit was funktioniert und was funktioniert nicht. Ram-Depot bringt nicht viel. Nehmen wir doch nicht wieder mal. Finde ich eigentlich relativ schön. Blau, blau, grün. Ja, interessante Farbgebung. Vielleicht sogar hier rein. Das passt doch perfekt hier hin. Die Frage ist, wie ausgerichtet? Wie sieht das am besten aus? Ich glaube, so wäre es gar nicht so verkehrt. Da ein bisschen mit einer geraden Straße. Zack, dann haben wir dich auch. Und dann haben wir ja schon wieder ein Gebäude mehr. Dann brauchen wir LKWs. Und zwar Maschinen haben wir gesagt. Die haben wir hier unten. Habe ich jetzt ein Tramdepot erwischt? Ja, ich habe ein Tramdepot erwischt, weil das muss man ja nochmal einstellen. Okay, einmal Bagger. So, nochmal schnell das Teil schnappen und dann hier auf Bus gehen. Dann funktioniert das Ganze nämlich auch. Da, nochmal irgendwie. Die Farbe wird wenigstens übernommen. Das ist ja schon mal schön. So. Jetzt war ich doch leicht erstaunt, dass hier lauter Straßenbahnen auftauchen. Also Cargo, hier nochmal die Maschinen. Zack, einmal so. Ja, es ist glaube ich eine relativ ordentliche Strecke, würde ich behaupten. Also die fahren ein paar Meter, die fahren weiter als andere in anderen Städten fahren. Die Absetzmulde, die hätte doch schon auch was. Wisst ihr was, wir nehmen die Absetzmulde. Und zwar machen wir mal 4 Stück, dann machen wir 5. So, dann... Bodensee-Maschinen. Das passt schon mal. Hier die Kontrolle. Doch, Maschinen werden hier tatsächlich produziert. Und das sind natürlich sehr, sehr coole Fahrzeuge. Das ist jetzt nicht, was ich mir vorstelle,
Ja, was Maschinen transportiert. Nicht mit so einer Mulde natürlich, aber das ist ja wirklich egal. Weil, ja, es sind coole LKWs, deswegen machen wir das so. Kann ich dich schon drehen? Ihr dackelt mir hier doch schon wieder ein bisschen zu sehr. Nee, kann ich noch nicht. Die sind noch auf dem Weg zur Strecke. Aber hier hinten dann. Das war da irgendwie einen von denen drehen. So, und die sind, glaube ich, auch animiert, dachte ich. Ja, das sind einfach coole Fahrzeuge. Gehen wir schnell ins Cockpit rein. Ja, so sieht das aus in einer modernen Stadt. Da steht man zuerst im Stau, bevor man irgendwo anders steht. So, da ist halt ein Fußgängerstreifen. Das ist natürlich schon. Ja, gute Frau. Kommen Sie in die Gänge, hier wird gearbeitet, wir müssen Geld verdienen. So, einmal rechts, warum fährt er nicht? Jetzt fährt er. Sehr gut. Ich würde gerne noch in die Mod rein. Oh, das sieht jetzt aber schon nett aus. Da dahinter die Kirche und davor die Container. Und hier, das ist natürlich auch ein sehr schönes Teil hier. Der Truck Service. Da sieht man, wie sie durchfahren. Das wird ja auch von Privaten genutzt sozusagen. Ui, und jetzt gibt es hier aber Verkehr. Aber eben, das werden wir noch ein bisschen abändern. Ich kann ja mal schauen. Haben die hier Terminals? Terminals? Doch, haben sie. Zwei hier und die sind halt belegt von drei Linien, wie man hier sieht. Also da kann ich nicht mehr viel machen. Das ist jetzt aber auch kein Drama, das passt schon so. Finde ich sehr nett. Hier, wie sie hier reinfahren und dann hier durch und dann kommen sie hier wieder raus. Ne, wo kommen sie raus? Hier. Und dann düsen sie wieder zurück dahin, wo sie hin müssen. Sehr schön und sehr schön Verkehr. Das ist natürlich auch immer nett. Also, dass wir hier halt tatsächlich auch Fahrzeuge haben. Ja, stauanfällig. Könnte sein, theoretisch, dass hier irgendwann Stau ist, aber wir werden die ja noch drehen. Gut, das haben wir. Dann würde ich die mal so laufen lassen. Ne, drehen wollte ich sie noch, weil ich möchte weitere Maschinen transportieren. Und zwar jetzt mal nicht irgendwie einfach in ein Städtchen, was außerhalb der Güterzentrale liegt, sondern wirklich sehr gerne, ja, weiter weg. Das werden wir uns gleich ansehen. Ihr ahnt wohin, ich habe sie schon angesprochen. Also ich möchte mal gucken, ob Oberböser nicht vielleicht sogar tatsächlich Maschinen braucht. Ich mache hier mal schneller, auch wenn es halt irgendwie Käse aussieht. Das ist eine fliegende Verkehrsdecke, sowas mag ich nicht. So, wir gehen nochmal zurück, weil ich möchte, wie gesagt, nochmal drehen. Geht das jetzt? Ja, jetzt geht's. Jetzt sind wir auf der Linie. So, der fährt halt nochmal da rein. Aber dann sind die ein bisschen auseinander dividiert. Das ist, glaube ich, nicht so falsch. Bei dem mache ich es auch noch. Ich lasse ihn aber noch 3 Meter fahren. Ja, fahr mal. Du bist... Achso, ich bin natürlich wieder auf dem normalen Tempo. So, einmal drehen. Jawohl, dann gliedert der sich dort ein, dann passt das. Gut, ja, Bodensee. Ein cooles Städtchen, wie ich finde. Hier mit den Gleisen halt tatsächlich durch die Stadt durch. Sowas gefällt mir halt schon sehr gut. Da haben wir eh gerade einen Zug, der da lang düst. Ja, ein ist gut. Oh, ja, Schnellzug und und. Ui, das sieht hier schon geschäftig aus. Also sagen wir mal, muss das so? Ja gut, der möchte hier rüber. Und der möchte auch und die mögen sich. Das passt schon. Ich frage mich eher, ob die sich nicht verkeilt haben. Werden wir gleich rausfinden. Ne, die fahren. Gut. Sie sind sich nicht ganz einig, wer Vortritt hatte, aber soweit passt's. Gut, also dann schauen wir doch mal. Oberböser haben wir irgendwie, irgendwo, hier hinten. Ja, guck mal, hier Maschinen tatsächlich. Und sie brauchen Baumaterial, Werkzeug und Waren. Da machen wir einen Kombizug. Ein Zug oder zwei Züge, die wirklich alle Sachen hier hinbringen. Das fände ich eigentlich fast am besten. Jetzt ist die Frage, wohin mit dem Güterbahnhof? Wir haben hier noch keinen Güterbahnhof. Nee, wie auch. Irgendwie hier in den Wald rein und dann mit Kurven hier rein. Ja, warum nicht? Das hätte doch einen gewissen Reiz. Finde ich. Hier unten ist halt nichts. Also hier ist der Bahnhof, aber sonst ist hier halt nichts. Das ist mir fast zu wenig. Ich finde die Idee eigentlich wirklich gar nicht schlecht, wenn wir hier reingehen. Wir brauchen nicht 10.000 Gleise. Ja, die Frage ist eher ein bisschen, wie das mit der Länge aussieht. Wie wir das am besten hinkriegen. Ein Kopfbahnhof. Ja, ist okay, denke ich. Dann mit, sagen wir mal, 4 Gleisen der Länge. Geht das? Ich dich drehe. Ja, der ist zu lang. Da ist die Brücke im Weg. Die 160. Dann können wir, das Problem ist ja, dann können wir nicht ewig lange Züge machen. Also ewig lang. Hier hinten wäre auch noch eine Möglichkeit. Aber mir gefällt irgendwie der Wald so gut. Ich kann mir nicht helfen. Wenn wir die 240 nochmal hier nehmen. Ja, es ist halt vorne fast kein Rauskommen, wenn man es genau nimmt. Da ist ja eh noch eine Straße. Gut, die können wir natürlich wegnehmen. Das ist kein Problem.
So, irgendwie so wäre das plus minus. Dann geht es halt dort unter den Gleisen durch. Das Problem ist bei der Brücke, wenn wir eine Straße ziehen, sind die Pfeiler weg und das sieht irgendwann dann komisch aus. Kann ich hier nicht ein bisschen weiter zurück? Ein bisschen könnte ich, wenn ich hier die beiden Häuser kappe. Aber ob das dann irgendwie, wie soll ich sagen, den Braten fett macht, glaube ich nicht. Halt, falsch. wo war's denn jetzt? Beim Gleis eher. Da irgendwie so hier ran. Funktioniert gar nicht. Funktioniert aber gleich. Hä? Ach so, da ist eine Straße. Hat die KI jetzt gerade hier noch eine Straße hingebaut? Sag mal, was gibt das denn? Lass mal. Machen wir hier kurz Pause. Ja, das geht. Natürlich geht das, wenn dort nicht eine Straße im Weg ist. Ja, dann hätten wir ein bisschen Platz, hätten wir. Und das sind ja nicht 10.000 Gleise. Ich würde sagen, das können wir so machen. Vielleicht noch ein Blumenbeet dort auf der einen Seite. Oder irgendwie ein paar Container hier hin. Und ich denke, das tut jetzt Oberböser in dem Sinn nicht weh. Ja, ist natürlich eben eigentlich ein kleines Bergdörfchen. Hier mit diesem schönen Bahnhof hier oben. Wo die Dampflokomotiven daherkommen, wenn sie dann kommen. Ja, ich würde den gerne so haben. Ich finde, das passt einfach irgendwie. So, jetzt schauen wir mal, wie machen wir das, wenn wir hier mit den Gleisen rausgehen. Das machen wir mit den langsameren. Aha, gibt einen Tunnel. Okay, damit können wir leben. Hier kommen wir wieder raus. Und dann geht es irgendwie in die Richtung. Wir müssen dann eh noch gucken. Wir können doch mit Sicherheit irgendwie noch Gleis nutzen, das wir schon haben. Aber das müssen wir jetzt halt erst rausfinden. Zum Beispiel, wenn es eine Linie gäbe von Wien nach Oberböser, das wäre natürlich etwas. So, hier noch schnell das Portal ändern. Ja, da müssen... Eigentlich müssen da 4 Züge rein, wenn man es genau nimmt. Dann würde ich vielleicht schon eher was Herkömmliches nehmen. Wo dann auch 4 Gleise tatsächlich funktionieren. Tunnelportal 01. Wir versuchen es mal mit dem. Wir sehen es ja, sonst müssen wir das Portal nochmal kurz ändern. So, das zweite Gleis folgt hier unauffällig. Und dann die hier. Ja, ich habe es fast vermutet, dass das eher ein bisschen schwierig wird hier. Und es fehlt ein bisschen der Platz. Ne, da ist die Krümmung zu groß. Das heißt, da müssen wir hier lang. Wenn wir hier aber nochmal runtergehen, kommen wir hier sowieso auch nochmal in den Tunnel rein. Jawohl, dann stört das sozusagen die Pfeiler nicht. Ja, das ist doch in Ordnung. Hier gerne. Wir können sowieso nicht hier ran, sonst funktioniert das dann tatsächlich eben mit den Portalen wieder nicht mehr. Das kennen wir, das Problem. Da, einmal diesen. Ich nehme die jetzt schon mal mit. Irgendwie so, dass wir hier vorne dann irgendwann vielleicht wieder rauskommen. Oder auch nicht. Warum? Das andere Ding kommt aus dem Boden raus. Hier kommen wir raus. Ja, ist doch auch in Ordnung. Also, einmal hier raus. Dann das. Mit den Weichen müssen wir hier noch gucken. Das könnte irgendwie noch schwierig werden. Oh, da kommt die Dampflok. Guck mal. Die habe ich ja gerade angesprochen. So, schnell raus hier. Ja, rückwärts fahrend. Sehr nett. Hier über dieses Steinviadukt. Sehr cool. Das ist im Prinzip die einzige Zugverbindung, die direkt in die Stadt rein haben hier. Und dann geht es mit Kutschen runter in die Stadt. Das ist halt Oberböser. Es ist halt sehr speziell. Und du hast natürlich hier von diesem Bahnhof aus. Heiliges hast du da eine Aussicht. Schon nicht schlecht. Gut. Jetzt sind wir hier eigentlich rausgekommen. Jetzt wird es dann wirklich langsam darum gehen, in welche Gleise gehen wir rein. Sollen wir vielleicht sogar hier durch den Bahnhof durchfahren? Wäre jetzt noch irgendwie nicht so verkehrt, denke ich. Würde ich mal machen. Aber sollen wir zuerst schauen, wie wir das genau handhaben wollen. Wir haben jetzt den Bahnhof gemacht. Vielleicht fangen wir sogar eher bei der Güterzentrale an, damit wir dort ein Gleis nehmen können, was nicht schon belegt ist. Weil sonst kommen wir dort wieder an, bei der Güterzentrale. Und gehen irgendwo rein, wo es gerade Sinn macht. Ich würde hier gerne tatsächlich... Wir haben nämlich Gleise, die noch nicht belegt sind. Zum Beispiel das hier. Guck mal, das ist komplett nicht belegt hier. Und hier hinten haben wir auch nochmal... Hier hätten wir auch nochmal eins, aber das wäre die richtige Richtung. Wenn wir hier reingehen... Oder ist das irgendwie eine komische Farbe? Nee, nee, nee. Dieses Gleis hier ist frei. Na, hier so rüber gehen. Dann hier rein. Was passiert dann? Wo gehen wir hin? Dann düsen wir nach hier hin, hier hin, hier hin. Aha, und dann nach hier hin. Ich würde dieses Gleis mitnehmen. Und hier rausgehen. Wo ist Oberböser? Irgendwo da hinten, kann das sein? Jetzt muss ich gucken, dass ich nicht irgendwie ein Durcheinander kriege. Doppel-1. Nehmen wir den mal rein. Ne, da ist Hüffenhardt. Da ist Hainhof. Wo ist denn jetzt mein Oberböser? In die andere Richtung?
Da ist aber böser. Okay, wir müssen eigentlich... Ja, nach da oben. Wo gehen wir jetzt raus? Hier unten. Also, wenn wir hier die Kurve machen würden. Hier in die Gleise rein, hier in die Gleise rein. Dann geht das hier hin. Ja, das müsste eigentlich, das wäre machbar. Die Gleise könnten wir, glaube ich, mitnutzen. Jetzt frage ich mich nur gerade. Wäre natürlich auch nicht so verkehrt, wenn wir tatsächlich hier rausgehen würden. Aber die Gleise sind halt alle von den Krokodilen etc. schon belegt. Hier haben wir eigentlich fast zu viel Verkehr. Das finde ich keine gute Idee. Wir machen das so, wie wir es gerade geplant haben. Sprich, dass wir hier rausgehen aus den Gleisen. Ja, gerne ein schnelles Gleis. Hier in die Richtung. Da einmal diesen. Und jetzt wohin genau? Einmal quer durchs Land durch und dann hier oben in die Gleise rein. Sind das die richtigen? Die hier müssten sein. Ne, die führen nach Egenfelden. Wo wollten wir gleich nochmal hin? Nach Oberböser. da hinten. Ja gut, aber es sind schon die Gleise. Doch, doch, die Gleise und dann hier raus. Es ist mir einfach irgendwie wichtig, dass wir, wenn es irgendwie geht, wirklich Gleise nutzen, die wir schon haben. Weil ich, früher habe ich wirklich immer so gebaut, pro Linie ein Gleis. Das ist schön, weil die Züge können frei fahren. Aber es sieht halt irgendwie, ich weiß auch nicht, es sieht irgendwie mit der Zeit komisch aus, weil überall Gleise rumliegen. Ja, und das ist halt irgendwie nicht, das gibt's nicht. Es liegen nicht 10.000 Gleise rum, sondern es wird schon so gemacht, dass man meistens halt zumindest... Ach, hier ist der Alex unterwegs. Und da kommt nochmal ein Kollege. Wer bist du? Ach, Kollege Cat. Ja, auch nicht schlecht. Okay, hier gesellt sich noch ein Güterzug dazu. Das können wir machen, das ist kein Ding. Da müssen wir aber aus dem Gleis raus. Und das machen wir mal hier. Müssen wir dann natürlich wieder gucken, wie wir das handhaben mit den Signalen. So, einmal diesen. Okay. Ja, die Straße, würde ich sagen, die ist fertig. So, irgendwie ein bisschen schwingen. Mit 180. Und dann hier unten da rein. Mit 125. Ist okay, ist ein Güterzug. Der muss hier nicht rumrasen. Das möchte keiner. So, hier rein. Jetzt habe ich aber gesagt, in Oberböser noch eine Weiche. Ja gut, das können wir machen, wenn wir da hinten angekommen sind. Also, das haben wir bis hierhin. Dann geht das hier rauf mit dem Gleis. In die Richtung bringt uns nichts. Wir düsen weiter in diese. Kommen dann hier in die Gleise rein. Und würden dann von hier, würde ich sagen, da rein. Ja, da gibt es so ein Dingens. Ein Dingens vor allem. Und hier gibt es dann gleich nochmal ein Dingens. Das war in die Richtung düsen. Was sind das für Gleise? Ja, die kommen von da hinten. Das bringt uns tatsächlich nicht viel. Also. Ich habe die Straße gekappt. Halt. Wenn ich schon Straßen kappe, dann würde ich die auch gerne wieder zurückgeben. Weil, ja, der Verkehr ist dann doch nicht ganz so glücklich. Vielleicht doch mal wieder ein Bahnübergang. Zack. Einmal so, einmal so. Dann gerne mit Kurve. Ja, würde gehen. Wir bauen den mal bis, sagen wir mal, hier hin. Ist das in Ordnung? Ja, schon. Schnappen uns den wieder da rein. Und dann müsste das halbwegs passen. Sogar unhugelig, wie man sieht, halbwegs. Sehr gut. Also, hier lang, dann hier rüber, haben wir gesagt. Und dann irgendwie dort in die Gleise rein. Das würde heißen, ausfädeln. Die Frage ist, wo? Hier haben wir halt wieder eine Straße. Das wird wieder wahrscheinlich eher... Ja, es könnte zwar sogar funktionieren. Doch, doch, das geht. Wenn wir es so machen. So, dann irgendwie so. Dann das zweite Gleis. Bitte unauffällig folgen. Dankeschön. Einmal hier rüber zwitschern. Da rein. Dann passt das ebenfalls bereits. Ja, aktivieren. Weil wenn wir es nicht brauchen, schadet es nicht. Und jetzt hier oben wieder in die Gleise rein. Gehen wir hier wieder raus. Und hier wieder rein. Ja, das haben wir gleich, das Ding. Das geht ja relativ zügig. Und das, obwohl wir ja jetzt nicht zu 100% Gleis nutzen, das wir schon haben. Sondern das eben so machen, wie wir es gerade machen. Zack, den. Jetzt müssen wir doch eigentlich schon da hinkommen, wo wir wollen, oder nicht? Das geht hier rauf, hier rauf. Hier rauf. Ne, wir brauchen hier nochmal irgendwie eine Möglichkeit. Genau, dass wir hier reinkommen. Und jetzt ist dann halt die Frage, doch, ich würde schon so machen. Ich würde hier durch diesen Bahnhof durchfahren. Haben wir hier nicht sogar Durchfahrtsgleise? Nee, wir haben überall tatsächlich einen Bahnsteig. Also das können wir natürlich noch anders prüfen.
mit den Terminals. Wenn alles angeschrieben ist, dann sind das alles Gleise, wo man anhalten kann. Ja, ja, es ist so. Gut, ist aber egal, wir düsen trotzdem durch. Wir haben ja noch genug Gleise. Ich würde halt eingleisig durchfahren, tatsächlich. Also, dann müssen wir hier in die Gleise. Und zwar, es wäre von Vorteil, wenn wir auf der rechten Seite wären. Beziehungsweise, nee, wir gehen ja in die Gleise rein. Wir müssen nicht auf die rechte Seite, wir müssen diese Gleise rein. Nee, müssen wir nicht. Guck mal, wisst ihr auch warum? Richtig. Nee, nee. Den stören wir nicht. Dann gibt es hier zusätzliche Gleise. Das hilft uns dann später sowieso auch wieder. Wenn wir hier weitere Personenzüge machen von da oben, die hier runterdüsen, dann ist das nicht verkehrt, wenn wir hier weitere Gleise haben. Dann stimmt es aber schon mit hier auf die rechte Seite gehen. Das heißt, wenn wir hier ausfädeln würden, dann kämen wir dort nochmal unter der Brücke durch. Sehe ich das soweit richtig? Ja, wieso? Ja, das kann man doch machen. Zweites Gleis. Nicht da oben. Nee, nee, da möchte keiner ein Gleis haben. Sondern wenn, dann hier unten. So, einmal so. Dann hier wieder rein mit der guten Geschichte. Ja, denkste? Ja, aber so geht's. Kleine Schritte. So, passt. Einmal den hier. Zack. Wunderbar. Einmal zurück. Und jetzt hier irgendwie ans Gleis ran. Mit dem Bogen. Oder wir gehen hier halt von hier aus kommend hier rein. Ja, funktioniert. Sehr schön. Wie gesagt, das bauen wir nicht nur für den Güterzug, den wir hier haben. Sondern das bauen wir tatsächlich auch für spätere normale Regios und so weiter. Warum geht das hier gerade nicht? Ja, da schlägt es um, weil das irgendwie nicht dranhängt. Na gut, dann nehmen wir das nochmal weg. Bauen das mal so. Dann hängt es mit Sicherheit am anderen Gleis. Und dann müsste das gehen. Jawohl. Das tut es auch. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn nicht. Aber man weiß ja nie. Manchmal kommt man dann doch ins Knobeln. Aber eben, das ist ja genau auch cool. Apropos Knobeln. Das funktioniert so nicht. Ihr ahnt warum. Richtig ist ein Depot. Könnten wir kappen. Brauchen wir nicht. Ich finde es aber fast schöner. Wenn wir hier tatsächlich mit dem Gleis ganz knapp am Depot vorbeidüsen. Das ist ein bisschen weiter unten, sehe ich gerade. Vielleicht sogar eine Brücke? Ich guck mal, was wir hier haben. Nee, dann wird er aufgeschüttet. Das ist aber okay. Kann ich hier noch ein bisschen näher? Nee, so geht's. Ja, machen wir das mal so. Wäre dann dieses Gleis hier logischerweise. So, mit dem zweiten geht's hoffentlich auch. Hier müsste man unbedingt noch bemalen. Noch irgendwie ein bisschen Ballast oder so. Um dieses Depot rum. Und jetzt über die Straße rüber. Und dann... Ja, irgendwie ein Gleis hier benutzen. Ja, wir schauen mal. Ja, die sind belegt. Im Prinzip ja, haben wir nur die drei noch. Dann würde ich hier das linke nehmen. Das hier. Das werden wir gleich mal machen. Und hier rangehen. Ja, aber allerdings, dann haben wir hier wieder noch das Stellwerk. Kann ich das so machen? Ja. Nee, aber das sieht natürlich... Ja, wobei das geht. Guck mal, der Pfeiler ist eigentlich schon nicht unbedingt auf dem Gleis. Ich mache das so. Ich finde das eigentlich nett. Gefällt mir soweit. Gerne irgendwie hier noch andocken. Jetzt komme ich da nicht rein. Das weiß ich. Das kann ich gleich wieder wegnehmen. Oh, es geht. Okay, mit ordentlichem Schlenker. Gut. Einmal irgendwie hier rüber. Wo ist mein Gleis? Dort hinten. Ja. Machen wir folgendermaßen. Einmal schnappen. Ja, geht so nicht. Okay, müssen wir anders machen. Schnell die Straße weg. Kriegt er wieder zurück. Keine Panik. So, einmal den Bogen. Ja, ich mache den sogar so. Allerdings wollen wir ja nicht auf die Brücke. Sondern wir wollen hier dran vorbei. Genau. Ja, funktioniert doch auch schon. Zack, einmal geschnappt. Einmal den hier. Einmal so. Und hier vorne gehen wir einfach irgendwie in eine Weiche rein. Ja, genau. So, das müsste eigentlich bereits funktionieren. Jetzt habe ich aber irgendwie, was habe ich jetzt noch alles gekillt? Ja, unter anderem eine Straße hier. Und die würde ich einfach eins zu eins wieder zurückgeben. Die sieht doch relativ cool aus. Die armen Leute hier, die stehen schon und denken, was ist jetzt passiert? Da hat jemand die Straße gemobst. Aha, das geht dann nicht mehr. Das ist ja auch interessant. Vorher ging es gerade noch. Ach so, das wird da natürlich raufgedrückt. M? Mach mal eine Straße draus. Ja, ja, hätte ich es mal nicht gekappt. Aber irgendwie, wir mussten es ja fast kappen.
Aha, die Schranke funktioniert noch. Das freut mich. Oder ging das hier auch unten durch? Nee. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie das war. Eieiei. Also irgendwie war das nämlich relativ cool. Mir hat es eigentlich gefallen hier mit diesem Dingens, was wir da hatten. Wenn ich das direkt verbinde. Jetzt haben wir eine Kollision. Vorher hatten wir keine. Und ich habe hier an der Brücke eigentlich gar nichts geändert. Womit kollidiert das denn jetzt hier? Hier wird nicht kollidiert. Was soll das denn? So, okay, gut. Man muss es in kleinen Schritten machen. Habe ich das heute nicht schon mal gesagt? Interessant. Dann hier diesen. Ja, und dann geht's. Okay, hier geht's wahrscheinlich relativ steil runter. Sehe ich das richtig? Nee. Nee, das, klar, die Fahrzeuge fahren trotzdem. Aber das funktioniert so natürlich nicht. Das müssen wir anders handhaben. Das muss irgendwie eine Doppelbrücke geben. So, dass wir hier den haben. Und hier unten durchgehen. Aha, jetzt geht's. Okay, dann haben wir einen Tunnel dort. Ja, das machen wir. Und wie wir jetzt hier in die Straße reinkommen, das weiß ich auch nicht. So auf alle Fälle nicht. Das ist aber egal, weil das wird einfach auch ausradiert. Und dann kommen wir dort rein. So, mit einem schönen Schwung. Jawohl, und dann geht es hier ein bisschen abwärts. Ist in Ordnung. Wie sieht das jetzt aus? Ja, kann man doch machen. Passt hier schön mit dem Bahnübergang. Funktioniert. Gut, im Prinzip haben wir das Ganze. Wir können mal schnell gucken. Ja, was habe ich wahrscheinlich vergessen. Wir schauen mal schnell, wenn wir die Linie machen. Und wie gesagt, das gibt natürlich einen Zug, nicht nur für Maschinen, sondern das gibt einen Zug, der alles ein bisschen transportiert. Was da hinten in Oberbösa gebraucht wird. Falsche Richtung? Nee, doch nicht. Oh, ja, nee, wir können die Linie noch nicht machen. Wir haben es noch nicht angeschlossen. Das ist noch gar nicht fertig, das Ding. Ja, ich könnte es trotzdem schon. Nee, ich mach's noch nicht. Wir finden die Linie 1, finden wir wieder. Weil wir sind ja erst hier beim Hauptbahnhof. Wir müssen jetzt hier noch durchdüsen. Und hier hinten wieder raus. Und dann irgendwie dort zu den Tunnel kommen. Ja, das kriegen wir noch hin. Da würde ich sogar hier unten durchgehen. Und dann irgendwie natürlich wieder zweigleisig werden, ganz klar. Also irgendwie so. Und dann mit einer flotten Kurve in die Richtung. Und dort rein. Oder hier hinten rein. Was macht mehr Sinn? Ich glaube, das macht fast mehr Sinn hier. Das Teil hier ist irgendwie komisch. Das müsste ich noch mal kurz... Was macht denn das Gleis da? Das müsste gerne so hier lang. Ja, dann ist es ein bisschen höher. Das ist ja ganz interessant. Ich kappe das nochmal hier. Und hänge das hier mal dran. So, dass das dran hängt. Dann müsste man das doch vernünftiger hinkriegen. Jetzt. Ja, jetzt gefällt es mir besser. Ich hoffe, es ist auch die richtige Seite. Sonst müssen wir vorne nochmal tauschen. Eigentlich ist es die falsche Seite, wenn man es genau nimmt. Aber wisst ihr, was wir hier machen? Wir lassen den Bereich eingleisig. Wir docken hier an. Und machen hier eine Weiche. Und zwar hier rausgehend. Gerne mit ein bisschen Tempo. Ja, das passt schon mal. Dann hier rein. Dann funktioniert es. Und jetzt hier oben in Oberbösa bräuchte man noch eine Weiche. Wo gehen wir denn rein? Hier in dieses Gleis. Ja, ob das noch funktioniert hier, das ist natürlich die andere Frage. Eieiei, nein. Ganz knapp eher nein. Doch, guck mal. Zack, geht. In die andere Richtung. Ja, das hätte mich fast gewundert, wenn das funktionieren würde. Dann machen wir eine Oldschool-Weiche. Also in die Richtung gehen wir, dann müssen wir hier noch hier rüber. Jawohl, das passt auch. Gut, dann können wir die Linie 1 wieder suchen. Wir wollen noch hier hin. Funktioniert das? Jawohl, das funktioniert. Das funktioniert noch nicht zweigleisig. Da fehlen noch die Signale, das ist ganz klar. Fährt aber hier durch, das passt. Gut, jetzt wie nennen wir den Zug? Machen wir nochmal die Doppel-1. Ja, ist eigentlich klar. Das ist sicher mal Oberbösa. Jetzt haben wir den Multi, oder wie nennt man das? Ja, wir bringen halt alles, was die hier brauchen. Ein Gesamtzug, nein. Wir machen Multi. Multi-Waren. Lieferung. Machen wir das mal so. Das ist mal ein Liniennamen, den wir so mit Sicherheit noch nicht haben. Aber Oberbösa, das, nein. Oberbösa Multi Warenlieferung. Ja. Das ist doch in Ordnung.
Dann würde ich sagen, wir gönnen uns gleich mal noch kurz die Signale, damit wir das haben. Signale. Ja, welche? Das ist immer ein bisschen die Gretchenfrage. Da hätten wir einen Tunnel. Da könnten wir eigentlich sowieso ein Tunnelsignal gebrauchen. Mal schauen. Wäre dann... Wo ist die Weiche genau? Ich brauche die 4. Hier haben wir die Weiche, dann wäre hier... Ne, das ist die falsche Seite. Moment. Dann wäre hier das Signal. Jawohl, und wenn wir rausgehen, dann sind wir eigentlich schon wieder abseits... vom Tunnel. Moment, das kann auch weg hier. Und wir schnappen uns nochmal so ein Teil. Einmal so. Und hier vorne ist dann Feierabend. Und dann gibt es hier nochmal ein Signal. Dann geht das hier rein. Ne, geht's ja nicht. Es geht hier dran vorbei. Geht hier tatsächlich durch. Geht hier wieder durch. Und dann haben wir hier wieder ein Signal. Dann haben wir hier eins. Und dann kommen hier ein paar Blöcke. Jawohl. Einmal Block hier, einmal Block da. Hier schön parallel zum Fuchsinghau. Das ist natürlich auch nett mit einem Güterzug. Wie sagt man dem so einen Zug, der alles transportiert? Gemischtwarenladenzug. Nee, wahrscheinlich nicht. Einmal so. Einmal so. Und jetzt müssen wir hier nochmal schnell gucken. Die brauchen die Signale natürlich auch entsprechend anders. Das heißt, das hier vorne. Wo ist mein Bagger? Die gehen mal weg. Oder die kommen mal weg. Kommt hier hin. Und dann hier noch eins. Und in die andere Richtung stimmt es dann wieder. Dann nutzen wir das hier mit. Das heißt, hier haben wir ja Blöcke und so weiter. Und dann geht das hier raus. Das heißt, hier nochmal Signale. Das nochmal weg. Das noch hier hin. Ja, dann können wir hier noch ein Signal hinstellen. Und dort hinten passt es wieder. Und in die Richtung hätten wir dann gerne hier eins. Und dann geht das hier ja bereits schon wieder rein. Machen wir das doch hier vor der Straße. Also geht hier wieder rein. Machen wir hier wieder eins. Dann müssen wir hier wieder eins wegnehmen. Weil sich es halt geändert hat. Das war ja nicht falsch, sondern jetzt ist es einfach anders gefragt sozusagen. Also hier rein. Dann haben wir hier den. Dann würde ich hier einen Block machen, auch wenn wir hier vorne schon einen haben. Dann geht das hier lang. Und dann düsen wir. Jetzt wird es tricky. Warum haben wir denn hier bereits Signale gemacht? Wo müssen wir lang? Doch, doch, schon irgendwie hier runter. Genau, doch, doch. Hier geht's runter. Das haben wir halt bereits gebaut. Aber das haben wir noch nicht gebaut, genau. So, einmal hier wieder vor der Straße. Bagger, das weg, das weg. Na gut, das hätte ich stehen lassen können eigentlich, wenn man es genau nimmt. Einmal hier, dann haben wir das, dann haben wir das. Dort stimmt's. Dann haben wir hier das. Jetzt kann es sein, dass hier die Dampflok auch schon wieder einen falschen Weg macht. Ah, stimmt, Kollege Eno. Jetzt habe ich natürlich den Eno vergessen. Den wollten wir uns ja auch noch ansehen. Der benutzt ja auch die Schnellzugstrecke. Ja, da müssen wir, glaube ich, bei der Dampflok auch nochmal gucken. Irgendwie macht die auch gerade einen Käse so. Wobei, die macht natürlich keinen Käse. Die benutzt einfach die schnellste Strecke, die sie findet. ja, so und da so. Und hier diesen, das ist okay. Und dann geht das da rein und dann haben wir das hier. Und dann sind wir eh schon praktisch bei der Güterzentrale. Hier, einmal hier rüber, einmal hier und hier dann ins Gleis rein. Sehr gut. Haben wir hier schon das richtige Gleis? Wo ist meine Linie? Wie haben wir die Gleiter mal benannt? Oberböser, logischerweise. So, was macht sie? Ja, guck mal. Absolut richtig. Die geht genau dort rein, wo wir das gerne haben wollen. Gut, liebe Freunde, das haben wir soweit. Das heißt, morgen gibt es den Zug und dann werden wir schauen, was wir da für eine Lokomotive nehmen und was für schöne Wagen. Ich danke euch fürs Zusehen, hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und dann hoffe ich, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis dann, tschüss!